bin Anna Bartmann-Hillos und Michael in Essen-Dellwig. Ich war als Botschafterin des Zukunftsbildes im Bistum unterwegs. Ich hatte das Glück, mit ganz unterschiedlichen Gruppen in unserem Bistum zum Zukunftsbild arbeiten zu können. Es hat mich beeindruckt, dass sich so viele Menschen auf dieses Kirchenbild eingelassen haben. Das hat wirklich schon viel Bewegung in die Gemeinschaften gebracht. Ich habe neugierige Menschen getroffen, die die Zukunft unserer Kirche anpacken. Ein wirklicher Aufbruch. Mein Name ist André Müller. Ich bin Propst der Propsteipfarrei St. Lamberti in Gladbeck und Caritas-Direktor hier in der Stadt. Bei der Caritas spüren wir oft als erstes, wenn sich Gesellschaft, aber auch die Kirche verändert. Darauf reagieren wir und denken in unserem Verband gerade über neue Formen von Hilfe und Unterstützung und neue Strukturen nach. Und hierbei gibt uns das Zukunftsbild Orientierung und wichtige inhaltliche Impulse. Mein Name ist Anna Wischnewski und ich komme aus Bochum. Ich bin dort in der Pfarrei San Franziskus als stellvertretende Pfarrgemeinderatsvorsitzende tätig. In der Gemeinde und Pfarrei beschäftigen uns viele strukturelle Fragen. Oft fehlen uns Geld, Personal und die Bereitschaft der Menschen, sich auf neue Situationen einzulassen. Veränderung heißt für uns bislang vor allem Abschied und Trauer. Da ist es gut, dass uns das Zukunftsbild im Prozess der Pfarreientwicklung Ideen und auch konkrete Hilfen anzeigt. So hat unsere Zukunft eine richtig attraktive Perspektive. Mein Name ist Ludger Wolterhoff. Ich bin der Vorsitzende des Diözesanrates der katholischen Frauen und Männer, des höchsten Laiengremiums in unserem Bistum. Das Zukunftsbild war ein wichtiger Schritt für unser Bistum, aber jetzt muss aus der Idee endlich etwas Konkretes werden. Die Bistumsleitung muss einen Gestaltungsraum geben und die entwickelten Vorschläge ernst nehmen. Es geht um die Beteiligung möglichst vieler. Ich bin Gregor Lauenburger, ich bin Schulseelsorger im Mariengymnasium in Essen-Werden. Kinder und Jugendliche stehen im Bistum oft ganz besonders im Mittelpunkt. Zum Beispiel bei den Messdienern, in Jugendverbänden, Jugendkirchen, in vielen Kitas oder eben den katholischen Schulen. Gleichzeitig finden die meisten Jugendlichen unsere Kirche aber nicht wirklich cool. Das Zukunftsbild hat uns viele Ideen aufgezeigt, wie wir eine junge Kirche werden können. Jetzt müssen wir endlich auch vieles davon ausprobieren und umsetzen. Ich bin Christiane Frebel, Gemeinderatsvorsitzende in St. Matthäus Altena und mitverantwortlich für das Zukunftsbildprojekt Altena Kästchen. Das Zukunftsbild hat in unserer Gemeinde zunächst weniger Begeisterung ausgelöst. Die kam erst mit unserem Zukunftsbildprojekt Altena Kästchen. Mitten in Altena hat unsere Gemeinde einen kleinen Laden eröffnet und so ganz neue Leute getroffen. So konkret muss es mit dem Zukunftsbild jetzt weitergehen.